Moin und herzlich willkommen zurück in Foundry. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe im Off ein bisschen Basic gebaut, aber noch nicht allzu viel. Ich erkläre es jetzt auch einmal. Jetzt ziehen die Wolken hier gerade vor die Sonne, vor der untergehenden Sonne vorbei. Ne, nicht die Wolken, sondern das ist der Schatten vom Berg. Nice, da hinten läuft er. Auch gut gemacht. So, wir haben ja hier unsere beiden Minen. Einmal diese Mine hier. Die baut dieses Zeug ab. Wie heißt das noch? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Egal. Und stellt Eisenstangen her. Und die Mine auf der anderen Seite stellt Platten her. Und aus diesen Platten stelle ich dieses Zeug her. Ich zeige es dir einmal kurz. So, die stellt hier die Xenopherit-Plates her. Genau, das ist dieses Xenopherit. Und macht daraus Maschinenparts. Und die Maschinenparts laufen dann hier entlang. Ich habe auch über... Oh, das wollte ich nicht. Wieso ist der jetzt angegangen? Hatte die 9 gar nicht gedrückt. Und das Ganze geht dann einmal in diesen Assembler, also in diesen Worker quasi rein. Und von der anderen Seite auch. Die werden jeweils von hinten mit den Eisenstangen beliefert. Ne, die beiden hier. Und vorne kommen eben diese elektronischen Teile an. Und dann stellen die diese Science Packs her. Die Science Packs bestehen dann aus den elektronischen Teilen und den Eisenstangen. Das machen die beide hier. So werden die also beide jeweils von den Minen versorgt. Und stellen dann die Science Packs her. Das dauert auch eine ganze Weile. Oh, wieso? Hatte ich doch eigentlich... Irgendwas ist jetzt gerade schief gelaufen. Der hat das ja eigentlich hergestellt. Jetzt läuft er gerade wieder voll mit den Eisenstangen. Und das hier ist unsere Research-Station. Die arbeitet auch gerade. Und ist bei 55% vom Conveyor-Balancer. Damit können wir dann eben... das ist im Prinzip ein Splitter. So ähnlich wie bei Satisfactory gibt es ja halt auch hier diese Loader. Das entspricht im Prinzip halt den Verteilern, Splittern und so weiter bei Satisfactory. Was ich ein bisschen unübersichtlich finde, also es ist eigentlich, naja, so unübersichtlich ist es gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, du wählst hier etwas aus und dann zeigt es dir ja an, okay, das habe ich schon. Und ich bin jetzt gerade bei dem hier und dann kann ich eben hier weiter runter. Und wenn ich das jetzt doppelklicke, dann wird mir der direkte Pfad angezeigt quasi. Die untere Ebene. Das hatte ich schon, das habe ich schon und das könnte ich jetzt. Da muss man sich dran gewöhnen. Bei Doppelklick wird immer der direkte Pfad angezeigt. Ne? Hier, die beiden sind möglich, die beiden sind nicht möglich. Das orangene Schloss zeigt immer an, dass das in diesem Demo-Modus nicht geht. Ich bin übrigens noch stärker verschnupft als bei der letzten Folge. Das ist jetzt im Original sozusagen im Real Life einen Tag später. Aber es geht noch so einigermaßen. Und frage dich trotzdem und bitte dich auch trotzdem, falls dir mein Video gefällt, hinterlasse sehr gerne ein Like, sehr gerne auch ein Abo und wenn du magst, auch mit aktivierter Glocke, damit du nichts verpasst. Vielen Dank dafür. So, jetzt haben wir gleich hier 90%, 80%. Ich gehe mal einmal hier raus. Und es ist dunkel geworden. Ich wollte einmal ein bisschen buddeln. Wir können uns ja auch die Lampe anmachen hier mit L. Ich wollte einmal runter buddeln und du siehst, die buddeln halt schon. Also es ist nicht unendlich, ne? Es ist nicht unendlich. Die Minen, die gehen auch scheinbar auch unters Fundament durch. Denn hier genau geradeaus haben sie ja auch einen freigebuddelt. Und ich will einfach mal wissen, was unter Tage ist. Deswegen lassen wir das mal hier laufen. Der ist bei 88%, das dauert noch ein bisschen. Und die produzieren ja das Zeug hier, diese Search-Sachen. Und wir schauen einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Weil ich liebe es zu buddeln, auch in Minecraft. Ich lege erstmal hier außenrum so ein bisschen frei. Okay, die Blöcke hören hier schon auf.
Wir gehen einfach mal hier runter. Ich kann auch gedrückt halten. Okay, dann geht's schneller. Okay, das ist schon... Wir müssen ja auch wieder hochkommen irgendwie, ne? Naja, werden wir gleich sehen. Okay. Jetzt habe ich Dreck ohne Ende. Wird mir irgendwo angezeigt. High 114. Da steht oben links. Minus 20. High 113. 112. Ich kann so tief. Boah. Das ist natürlich extrem, ne? Ich will jetzt einmal bis unten buddeln. Ich hatte schon einmal, ich guck mal kurz ins Inventar. Ich hatte einmal mein Inventar schon vergrößert um 4 Plätze. Das war die erste Forschung, die ich freischalten konnte oder die ich freigeschaltet habe. Es geht ja extrem tief, ne? Aber bis jetzt keine besonderen Blöcke oder so. Und es ist auch kein Hohlraum, wenn du oben siehst, oben links, 80, 79, 78, 77. Okay, this cannot be mined yet. You need to... Okay, ich brauche ein höheres Mining Level. Also ich komme bis 75, komme ich runter. Ja, und wie komme ich jetzt wieder rauf? Dann bohren wir uns mal... Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welche Richtung ich angefangen habe. Warte mal. Da hinten. Dann bauen wir uns jetzt hier wieder hoch. Einer reicht. Da ist jetzt aber auch nichts Besonderes so, ne? Bis jetzt. Keine besonderen Teile oder Minen. Oder Hohlräume oder Höhlen oder irgendwas. Wie zum Beispiel in Minecraft. Bisher jedenfalls nicht. Ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt irgendwo einfach in den Berg bohre. Also bis jetzt nichts Besonderes. Das Bohrergeräusch finde ich auch irgendwie nicht schlecht. Ich habe alles ziemlich leise gestellt jetzt, dass es nicht so störend ist. Ich glaube auf 20% oder so. Können wir gleich auch nochmal gucken. Ja, nur Steine, ne? Steine ohne Ende. Ich weiß auch nicht, ob wir mit den Steinen irgendwas anfangen können. Bis jetzt glaube ich eher nicht. Mal schauen, wo ich gleich rauskomme. Wir sind bei 89. Also das ist natürlich dann mühsam, sich wieder hier hochzubuddeln. Aber ich finde es jetzt auch nicht unspannend, weil vielleicht kommt ja doch irgendwie eine bessere Mine noch oder irgendwas, was man entdecken kann. Ich bohre halt immer einen über mir und dann natürlich vor mir eins höher, um hochzukommen. Ich will jetzt auch mal geradeaus hochgehen, also ich mache jetzt keine Kurve. Okay. Klar dauert das jetzt ein bisschen. Ja, schade, dass hier scheinbar nichts kommt, so, ne?
nichts anderes. Alles nur Stone. Schade. Und man sieht es irgendwie nicht so genau. Kann ich jetzt mit X irgendwie was markieren? Nee, ich dachte, vielleicht könnte ich in Grid einblenden oder so. Also man kann die Blöcke nicht so gut unterscheiden, finde ich. Deswegen hier sind zum Beispiel zwei, dann wieder ein, dann zwei. Ziemlich unregelmäßig. So, 101, so langsam müssten wir eigentlich nach oben kommen wieder. Wo sind wir gewesen? Bei 110 oder 130? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, schade, dass nichts anderes hier ist. Jetzt werde ich gleich natürlich eine Menge Steine haben. Vielleicht kann man die ja doch auch irgendwie verwenden. Müssen wir mal schauen nachher. Schade, dass man die Blöcke nicht besser unterscheiden kann. Also klar, hier ist jetzt eine Naht zu sehen, ne? Und da ist die nächste Naht, aber man muss schon genau hinschauen, ne? Sechs Uhr morgens, das wird auch alles links oben angezeigt. Ich sagte ja im letzten Video schon, ich buddle gerne. So, jetzt sind wir bei der Erde angekommen, alles klar. Dann kann es nicht mehr so lange dauern. Wo ist das Tageslicht? So, jetzt müssten wir aber eigentlich so langsam mal da sein. Runter geht's immer schnell, ne? Wie im wahren Leben. Haben wir uns jetzt doch hier 121, habe ich mich jetzt doch in einen Berg hier gebohrt. Das meine ich, ne? Es ist jetzt nicht so gut zu erkennen. Das ist echt mühsam.
das könnten sie schon ein bisschen noch sichtbarer machen, die Blocks. Vielleicht gibt es auch irgendwas in den Einstellungen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube nicht. Na, wo kommen wir raus? Jetzt müssen wir aber langsam mal da sein. Okay, ändert sich die Erde nochmal. Alles klar, da sind wir. Die Grasschicht sieht nochmal ein bisschen anders aus. So. Okay. Gar nicht so weit weg. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Keine Ahnung, ob das wieder zuwächst oder so, aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. So, und ja, können wir das irgendwie markieren? Direkt nochmal ein bisschen Biomasse mitnehmen. Wie viele Fundamente habe ich? 63. Ich ziehe mal die Fundamente mit rüber, damit ich weiß, wo hier dieser Eingang ist oder war. Machen wir das mal hier ab hier. Okay, die schweben natürlich dann schon ziemlich in der Luft hier. Waren das schon alle? Nee. Wenn du die miteinander verbindest, die Fundamente, dann hat die ganze Seite, die ich jetzt hier gebaut habe, auch Strom. Also so wäre es ja jetzt zum Beispiel nicht miteinander verbunden. Aber wenn ich das jetzt hier dran setze und dann halt, ja, und der eine fehlt mir jetzt, ist klar. Wenn ich dann noch einen da drauf setze, dann ist es hier verbunden. So, jetzt sind die miteinander verbunden und weil hier die Biomasse-Generator stehen, die beiden da, hätte die Seite dann auch Strom. So funktioniert das mit dem Strom. Also, wenn du auf einem Fundament die Stromteile baust, dann ist alles damit verbunden. Siehst du, ich habe auch keinen Strom mehr. Dann ist alles damit verbunden. Ah ja, hier rein. Was auf demselben Fundament steht. Meine Güte, ich intuitiv will ich immer in die Maschine direkt stecken und übersehe dieses Fenster hier unten. So, okay, kümmern wir uns mal weiter um den Research-Button. Also hier ist unten nicht allzu viel passiert, ne? Leider. Ich hätte gedacht, da sind vielleicht auch Höhlen oder man findet irgendwas oder besseres Equipment oder so. Kann ja auch sein, dass es da ist. Wir sind ja jetzt auch nur einmal gerade runter. Haben ja nur gerade runter gebohrt. Ist klar, ne? Ich wollte noch sagen, ich muss aufpassen. Das war jetzt so dermaßen klar, ne, dass das passiert. Okay, er hüpft aber relativ schnell hier wieder hoch. Ah, das war sowas von klar. Wie gesagt, ich bin ja jetzt wegen der Corona-Erkrankung auch nicht so ganz auf der Höhe, aber was soll's. Eine halbe Stunde Video kann ich mal zwischendurch drehen. So. Ich wollte mit der Forschung weitermachen. Also, wir haben das, wir haben das. Für den Logistikcontainer brauche ich Science Pack Variante 2. Und die kann ich hier freischalten. Die kann ich aber aus irgendeinem Grund noch nicht freischalten. Weil dafür muss, glaube ich, der hier erst freigeschaltet sein. Denn von dem hier geht so eine geringelte Linie hier durch, hier hin. Und gleichzeitig die hier oben, Character Improvement. Den habe ich ja schon freigeschaltet, deswegen ist der hellblau. Aber der hier ist so geringelt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst den freischalten. Und dafür müssen wir den und dann den.
Das ist Ignium. Unlock Scanning for Ignium Ore with a Handled Ore Scanner. Also, damit können wir dann Ignium finden mit unserem vorhandenen Scanner. Also starten wir das erstmal. Und dann Burner-Generator wahrscheinlich. Das ist ein Stromgenerator, ne? Unlocks a Larger Low Voltage Generator, ja. Genau. Der braucht die Xenophorid Plates, die elektronischen Komponenten und die Technomrods, okay. Was auch ganz interessant ist, ich überlege gerade, wo ich den hinsetze. Ist jetzt egal, ich setze mal einen Worker oder Assembler hier hin. Nur um zu zeigen, wie die Dinger funktionieren. Du klickst halt hier einfach drauf und dann kannst du eigentlich alles herstellen, was du freigeschaltet hast. Das finde ich sehr angenehm. Du kannst halt alles herstellen mit diesem Teil. Der frisst halt alles, ne? Also hier ist jetzt zum Beispiel Logistikcontainer schon freigeschaltet und dann siehst du eben, was du brauchst. Du brauchst jetzt hier diese Platten und die Maschinenteile und die elektronischen Teile und bekommst dann einen Logistikcontainer raus. Also das finde ich ganz gut. Oder hier ein normaler Container, das sind die ganzen Lagercontainer halt, ne? Die wir jetzt auch offensichtlich gerade freigeschaltet haben. Oder hier dieses Teil, Conveyor Balancer, dann siehst du wieder aus, was der braucht hier zum Beispiel. Das ist auch interessant, der braucht Fließband als Herstellungsmaterial. Ist auch interessant. Und du kannst natürlich auch sagen, du willst jetzt einfach Fließbänder herstellen lassen, ne? Also so kannst du Ketten bauen. Das unterscheidet sich ja von Satisfactory, dass du hier scheinbar in einem Teil, zumindest jetzt am Anfang, alles machen kannst, ne? So. Ja, und dann die nächste Sache. Hier laufen ja nur einzeln welche rein. Ich meine, es ist jetzt im Moment kein Problem. Hier, das läuft auch soweit, ist auch kein Problem. 52, die kann ich auch zwischendurch rausnehmen einfach hier. Damit es hier nicht zum Stocken kommt. Das ist ja voll, das Band, ne? Aber das hier ist nicht voll. Und ich weiß im Moment noch nicht, wie ich die beschleunigen kann. Wenn wir mal hier runterlaufen. Das liegt natürlich hier dran, dass nur alle paar Sekunden eine von diesen Platten angeliefert wird. Der läuft aber, glaube ich, auf Hochtouren. Jetzt steht hier natürlich Tier 1, 3S. Was heißt das? 3 Sekunden braucht er. 1, 2, 3. Ja, 3 Sekunden für eine Produktion, würde ich sagen. Habe ich noch was? Kann ich den auch beladen? Moment mal eben. Manage Inventory. Ich mache den mal voll, ob es dann schneller wird. Ne, 3 Sekunden. Das Ding bleibt bei 3 Sekunden. Und weil ja hier ständig nachgeliefert wird von der Mine, füllt er sich einfach immer, ne? Aber er braucht die 3 Sekunden. Alle 3 Sekunden ein Teil. Woher weiß ich, drei Sekunden Base Time steht da auch. Das steht hier, Produkt 3 Sekunden Base Time. Heißt das jetzt Research Complete? Okay, können wir weiter forschen. Assembler 1 3 Sekunden, Assembler 2 stellt die Sachen her in 2 Sekunden und Assembler 3 in 1,5 Sekunden. Okay, und wie ich die, ich kann die aber nicht irgendwie verbessern, ne? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich es nicht beschleunigen, ne? Mal kurz noch mal gucken, wie viele Sekunden der hier braucht für einen Teil. Auch 3. Da steht gar keine Zahl. Das kommt mir auch länger vor irgendwie. Oh, das ging jetzt schneller.
Das heißt also, wenn ich diese Produktion hier beschleunige, kommt da auch entsprechend mehr an. Wir testen das nochmal eben. Oh. Chatfenster, gehst du von alleine wieder weg? Bin aus Versehen auf das Chat-Symbol gekommen, auf die Chat-Taste. Ich wollte gucken, ob ich hier noch Platten drin habe. Ne. Leider nicht, sonst hätte ich das jetzt mal ein bisschen beschleunigen können. Okay, sei es drum. Also, wir können die offensichtlich nur beschleunigen, indem wir die entsprechend mit mehr Materialien füttern. Und das kriege ich jetzt nur hin bei dem ersten Assembler, der die Platten herstellt, indem ich den Assembler verbessere. Denn, von der Mine bekommt er ja genug Material. Okay, dann gucken wir mal hier in der Forschung nochmal, was wir als nächstes machen können. Das wäre jetzt der. Der braucht 20 Packs, oder habe ich... Ne, der braucht 20 Packs, ne? Start Research. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. 3 hat er nur Intus gerade. Ja, es dauert halt, ne? Der hier greift die jetzt alle ab. Das heißt, der hier arbeitet gar nicht, weil jedes einzelne Teil, was hier ankommt, greift der ab. Ja. Und da dahinter nicht direkt ein zweites liegt, reicht der gar keine durch. Okay, der stockt aber trotzdem hier. Er gibt nicht so viele aus, wie er ausgeben könnte. Ja, weil die so langsam ankommen. Die Eisenstangen hier liegen an, 24 Stück. Und die kommen so langsam an. Und er braucht... Ah, er stellt her hier, aber langsam halt, ne? Wie viele braucht er denn davon? Okay, er braucht 10 auf jeden Fall. Strained. Das heißt, der Strom kommt auch an seine Grenzen hier. Siehst du? Entweder läuft jetzt nur noch ein Biomassegenerator oder wir müssen schon den zweiten aufstellen, den dritten aufstellen. Ja, der hat nichts mehr. Ja, okay. Gut, ich besorge noch ein bisschen Biomasse kurz. Also es ist jetzt spannend auf jeden Fall. Ich finde es spannend. Ich finde auch schön, wie die Logistik aufgebaut ist. Es ist nicht ganz so kompliziert am Anfang wie Satisfactory, finde ich. Ist klar, dass ich das jetzt immer vergleiche. Es ist ja nun mal auch, geht ja zumindest ins gleiche Genre. Und ich bin dann gespannt, was wir mit dem nächsten Generator herstellen können. Was der auch haben darf, anstatt nur hier Biofuel. Ich finde aber eigentlich auch ganz gut, dass mit nur 2 Biomassegeneratoren so eine Produktionskette hier schon herstellbar ist. Das finde ich also auch ganz gut. Dass das überhaupt geht so schnell. So, hier direkt nebenan sind noch Bäume. Ja, die Büsche, da kriegst du halt, das ist nur Zierrat, ne? Die können wir nicht irgendwie einsammeln. Oder habe ich irgendwie eine Taste? Ne. Ich habe ja keine Aktionstaste oder so, ne. Die kann ich leider nicht einsammeln. Das ist ein Unterschied zu Satisfactory, weil dort kannst du auch alle Büsche und Pflanzen einsammeln oder fast alle. Und die dann zur Biomasse verarbeiten. Das ist hier erstmal nur Design. Vielleicht geht da später noch was. So. Packen wir die mal auf 100. Dann füllen wir den auch auf. Ah ja. Ich will immer in dieses Fenster direkt alles packen. So, ich habe gesehen, ich habe 21 davon. Dann können wir die doch auch schon mal hier reinpacken. Geht's dann schneller?
Ne, es geht trotzdem nicht schneller, obwohl da 24 jetzt drin sind. Schade. Bei dem anderen da drüben, da hatten wir ja gesehen, wenn ich mehr Platten reinpacke, dann werden auch schneller diese mechanischen Komponenten erstellt. Aber hier habe ich jetzt die Sachen reingepackt und es geht leider nicht schneller. Okay, 63%. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal die kleine Erinnerung, falls es dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Like, sehr gerne auch ein Abo und wenn du magst, mit aktivierter Glocke. Und du kannst mich immer auch über die Kommentare erreichen oder mir auch eine E-Mail schreiben. Die Kontaktinfos siehst du auch in meinem Profil auf YouTube. Vielen Dank, jetzt folgt noch der Abspann. Bis dann, ciao, ciao.